Alte Männer wiederholen sich ja irgendwann immer wieder. Spezielles Spezialzimmer. Leise, leise, da ist meine Tür. Gute Güte, Hopkins, werde doch nicht der Escher der Zentakler sein. Denke nicht, Sir. Der Wirt zeigt eine verlässliche Haut. Und so sie den gewöhnlichen Ausdruck gestatten, hält dicht. Hoffen wir es, Hopkins, hoffen wir es. Ist in Anbetracht unserer Lage eigentlich angemessen, dieses Gespräch zu führen, wenn irgendwo keine Laune vor der Tür steht, Sir? Oh. Ja, guck mal, schwer rein. Gästezimmer. Ein Schalter. Nein. Verdammt. Aufmerksam. Wasserkuchen für morgen. Das war eine hübsche Erquickung auf uns. Ja, soll sich jemand finden, die Fliegen steht abzuschöpfen, die den Wasserspiegel entdeckt. Oh, pardon, nächste. Ich habe zwar ein Problem, über an dieser hochbordigen Gefäße zu blicken. Schön. Und wohl zu ruhen. Schnarch nicht, wie es grässlich, mein Lieber. Elinor schläft wieder mit offenen Augen. Immer wachsam, ne? Muss immer alles im Auge behalten. Diese faulen Witter, diese faulen sind Animationen zu machen. Auf die dann eh kein Schwein achtet. Boah, kann ich den kleinen Jungen nicht erschießen? Beduine, ich muss noch einen Blick vor der weichen Haut werfen, zu sehen, dass ihr nicht einen Tag in der Wüste überleben könntet. Toll, hier ist der Bildschirmempfang genauso beschissen. Das musste einfach sein. Als meine Schlange nicht. Schlange kommen mir lieber nicht zu nahe. Ich bin richtig giftig. Okay, toll. Verschwenden wir doch gleich mal Magiepunkte. Ich war ja hier, dass ein Schlangewichs noch ein paar Knoten in ihren Leib schlagen konnte. Der hier wackelt ja nur rum. Gott, das schreit schon wieder nach Copyright-Verletzung. Da jammert der YouTube schon genug mit dir rum. Geht, das Tier, das ist ein Affe. Erblüffend. Ja, faszinierend. Geh weg, du kleines Dreckskind. Schwinde! Ich hab Waffen dabei, warum kann ich es nicht einfach erschießen? Über dieses Spiel, in dem man keine Zivilisten töten kann. Ist doch langweilig. Das sind alles Verräter! Die müssen exekutiert werden! Die sind böse! Der Markt gewinnt, Herrschaften! Mein Affe ist sechs hier weit und breit. Doch niemand hat ihm jemals gezwungen. Ich zahle jedem, der den Mut aufbringt, gegen meinen Affen anzutreten und den Kampf niederzwingend, 500 Taler ab. Bau auf die Hand! Was sagen Sie, Effendi? Trauen Sie sich? Nehmen wir doch klar an. Habe ich Ihnen angesehen, dass Sie den mutigen Truppen anführen? Gegen eine kleine starke Kämpfer von 50 Talern dürfen Sie Glück wagen! Wundervoll! Dann zeigen Sie einmal, ob wir können wir im Tronsch Tritt halten kann. Der Affe steht für Sie bereit, Effendi. Das klingt gerade ein wenig falsch. Und Küge, der beste Strömung, ein gerade infernalischen Schrank. Einschätzen. Stampfen funktioniert immer gut. Sie greift an, er, sie es. Oh Gott, ja. Wunderbar. Egal. Rummelaffe. Schwächen, Feuer, Schläge, Überraschung. Schläge, Überraschung, alles klar. Mehr muss ich nicht wissen. Und Feuer. Gift, Blindheit, das brauche ich. Feuer. Feuer! Ach ja, da habe ich ja noch nicht das Dings. Der Blöde! Ich stelle in der Hand die Nadel bedenken muss! Also da glaube ich schon beim Ei. Das ist glaube ich so das Gegenstück zum zum Bären. Könnte man so sagen. So. Ja, ab der nächsten Runde. Dann schießen wir halt mal auf ihn. Ja, ist zwar nicht effizient, aber. Was soll's? Da sind, da wollen wir hin, ne? Oh, ich sollte vielleicht auch mal hier, ne? Habe ich ja auch noch nicht. Da will ich hin. Ich bin hoch über den Kopf erhoben. Ich habe ja noch so viel weniger Energie und alles. Ne? Ist nicht mehr konfus, das ist schlecht.
könnte ihn wieder konfus machen. Ach komm. Ist der wuschige Brand, so wie im Kopf reißen zu lassen. Ja, ja. Das sollte man vielleicht mal unterbinden, ich weiß. Hat ihn maximal Schwung erreicht und wir gleich ihn wieder sausen. Ja, ja. Hier saust gar nichts mehr nirgendwo hin. Außer ich voll in den Gegner. Weg, weg von meinem wunderbaren Affen! Zitierquelle! Das geht aber noch nicht, mit einer Arme, hinten von den Kreaturen! Okay, geschnitten! Bonetana, warum ist die gemeinbart? Danke, Sir! Wie viel Geld wollen Sie meinen leicht geprüften Händen entreißen? Sollen meine Kinder wegen ihrer Gier etwa Hunger leiden? Sagen wir 100! Wieder den falschen Kerl! Falsch nicht, als ob ich dem nur am Wohl der Sein liegt, am Groschenstreich schachere! Ich meine, Herr, ich bin ein Ehemann, sagen wir 250! Reifertrag! Ausgewinnig, gesagt nicht! 400! Ja, gleich erproben! Ich kann auch deinen Affen zocken! Ich habe noch jemand anderen, der gut hätte! Ist gut, also gut! Sind die 5 Taler, ist die geldbesessener Mensch! Freund, vielen Dank! Das ist großartig falsch, Liebste! Sind wir Geld, Fendi? Sind wir auch? Gehen Sie! Ich bin ja vergiftet, das. Ich hätte es danach schlafen sollen! So sagt mir das vorher niemand! Ach, ihr seid so nutzlos! Ach, früher konnten wir dank des Brunnen wieder mit langen Totzen. Aber die Waffen der neuen Herren überwanden alle Mauern. Die haben sie einfach rübergeschmissen und ist voll auf den Kopf. Dex, das geheime Schnapsversteck. Kein Kommentar. Was ist Schnapsgesteck? Schnapsgesteck. Kennt man ja. Pemmikron präsentiert der Umwelt nur die wahrhafte Bodenseite. Der edle Teil ist stark im Inneren geborgen. Ja. Nadeln, Wolle, Musterstoffe, es ist eben so unspektakulär und unbrauchbar. Liebe Zeit, es gibt noch handbetriebene Webstühle am Welt. Das wären rückständige Flecken. Kannst du nicht schränken, das ist ein ganz erlesener Importfabrikat. Kaltblut und Co., ich irre. Weben. Ich hab Spinnenweben. Schiffchen fliegt, der Webstuhl kracht. Wir weben emmt sich Tag und Nacht. Oh Gott. Und du fängst immer ein Kleid nie in rasenden Webschiffchen. Es gibt immer ein Theater, kann ich Ihnen sagen. Geschäfte laufen offenkundig erfreulich. Halt, was ist das? Gefreut, Schatz, ist ein Wasserkrug. Ach, ärgerlich. Werteste, vielbegrüßte Hoheiten, als untertänigster Diener schicke ich mich artig an, Ihnen meinen Dank dahingehend auszusprechen, dass wir uns den Fluch der englischen Tuche genommen haben, der allzu schwer auf unseren alteingesessenen Handwerk lastet. Zugleich möchte ich Ihrer Weisheit applaudieren, die gefährlichen Umtriebe eines miserablen Konkurrenten des Visa Abdullah anerkannt zu haben. Ich hoffe, meine Ihnen dahingehende mitgeteilte Besorgnis konnte helfen, den Schuft einer gerechten Verhaftung zuzuführen. Unerträglichste Grüße. Sei wie Kriegsgewinner. Psst, wäre kein Aufsehen für das hier. Können wir ihm reden? Heisa, jetzt, da uns nichts für die billigen Hochwerttuche der Konkurrenz heimsuchen, brummt es im Säckel, die neuen Herren dem Hof. Ja, die werden ganz schön hochfliegen, wenn ich sie in die Luft sprenge. Mietz. 75 sind sauer. Typisches Rundbrot des Orients, hier die geschmacksvolle Variante ohne Fliegen. Oh, ist ja ekelhaft. Hey, Wasser! Kann man auch das Wasser einmal nutzen. Sag bitte. Schön, dass ihr überall Feuer anzünden könnt. Ich habe eigentlich schon einmal in unterschiedlichen verschiedenen Scheitholzarten erklärt. Sehen wir mal hin, liebe Freunde. Sie gucken hier in die völlig verkehrte Richtung. Verstehe. Bis jetzt! Oh. Ach, mir hat's am liebsten. Wir werden Mondblüten getrocknet. Bestimmt unterhält der Herbarium. Der Mangel Kenntnis der menschlichen Abgründe reicht, ihn wieder einmal zu ziehen, Teufel. Wollen Sie damit, Herr Professor? Wollen Sie mir sagen, die Blumen wird getrocknet, um sie zu quälen? Meine Güte, Herr Leutnant, nehmen Sie Ihre Liebste einmal bei Zeit und erklären Ihnen dies und das. Über Backschisch liegt die Ruhe des Friedenhofs. Effendi, nach den schweren Niederlagen gegen die Herren wagt niemand mehr einen Mucks. Deswegen führen wir eine Theatervorstellung alltäglichsten Alltags auf. Lass Sie davon nicht täuschen, es regiert die Angst. Die Angst, den soll ich mal kennenlernen. Ja. Ist das jetzt sein Vor- oder sein Nachname? Der Wasserpfeife ist kalt und leer. Katzmax versucht sich tapfer gegen gegenwärtige Hitze zu behaupten. Hier ist überall das Fernsehprogramm verschwissen. Das Ofenshunger nie versiegt, nach Scheiden, die man ihm eifrig gibt.
Schuhe kann ich nicht mitnehmen. Na, na Fremde! Aller Gastfreundschaft, gibt's doch Grenzen! Klappen! Was mag jetzt? Den Fremde, kannst du verkennbar! Das können wir übrigens nur in Backschisch zu schaffen haben! So, der Name sieht gar nicht aus. Da war ich schon aufgewagt, sie sein. Ach, der wieder wird zu viel. Ich glaube. Hallo, du hast Platz für so wenig Raum. Du wohnst ein unverbesslicher Angeber. Ich glaube, der verpfeift uns, wenn wir. Das Leutnant, warum fällt es einem Offizier so schwer, die Zähne zur Prüfung zu gehen? Wahr, sollte unser Gebet erhört worden sein, wenn sie uns tatsächlich gegen die verruchten Besatzer helfen. Bitte! Dräng einstellen! Ein Mann gleich kräftig eingeschätzt! Gut, aber sei nächstes Mal vorsichtig, Schatz. Meinen Sie, dass wir mit garstigem Misstrauen bedacht haben, guter Mann? Ja, ich vorsichtig genug sein, den Zeiten. Ich selbst will es auch und dabei halte ich es auch selbst einen Teil der Hilfe. Enten, die es freien könnte. Aber ich habe es lange nicht gewagt, sie einzusetzen, der Fendis. Hä? Erklär sich! Für einen Weg, ungesehen den Palast einzudringen. Ein Weg, der direkt in die finsteren Herzen des Feindes führt. Ein Kind könnte sich mit Mut und Entschlossenheit wappnen und womöglich dahin vordringen, solange jeder Angriff fehlgeschlagen ist. Na, oder war der alles noch nicht getan? Hä? Ich, Effendi, nun, wenn es nur nach Löwenmut ginge, wäre ich der Erste, der sich auf den Feind stürzte, aber leider. Schlimme Knie, krummer Rücken, Unabkömmlichkeit im Beruf. Sagen es, offenbar haben sie schon als öfteren Widerstandskämpfer zum Tun gehabt, die sie ihre energischen Meldungen verschrieben haben. So Posten sind natürlich schwerlich zu ersetzen. Ich nehme an, sie hielten uns den Rücken frei. Recht, dahin liegt nämlich. Möchte ich sagen, so ein vorzügliches Talent, dass ich ganz in den Dienst des guten Sachen zu stellen bereit bin. Endlich! Alles raus! Warum löse ich ganz so gleich? Ich setze es beschreiben. Ich setze mich dabei natürlich ein nicht unverdächtiges Haus, wenn Sie verstehen. Erkel! Ganz höchstens, ein Spinner beim Schürfen einfangen! Was ist, wenn Sie scheitern? Was ist, wenn Nachforderungen angestellt werden? Was ist, wenn die Spur zu mir führt? Was ist, wenn. Ich mal einen Schluck trink. Schon gut. Steht bis. Wie viel soll an die Risikoausgleichsprämie getragen? Gleich zu sagen, werde natürlich nur einen Vorsatzpreis erheben. Gerade zu skandalös niedrig, Effendi. 200 Taler bitte sehr. Folgen Sie mir bitte. Entlang. Ist es, mein Haus liegt an der Stadtmauer. Und als ich mich daran machte, einen Keller auszuheben, die erstaunliche Entdeckung. Und was für ein Keller reden Sie mal, Herr? Ah, den halte ich hübsch verbogen. So bleibt nicht nur der Geheimweg versteckt, sondern auch nur manche, das nicht unter der Ausgaben der Hand abgesehen möchte, sehen möchte. Wir sehen es gleich selbst, was sie einmal hier einmal an will. Mal zeigen, hau ruck! Sind mal ewig hoch 3, wohin ist er so sicher? Bitte nach ihnen! Und ihr weiter! Hahaha, seid ihr mir also in die Falle gegangen, ihr dummen Toren! Ich bin doch gar keine Tor! Ich bin nicht mal eine Tür, ja. Halle, was soll das heißen? Aber tatsächlich, irgendwann sei es so töricht, gegen die Herren aufzureden! Ha! Es lebt sich leichter, wenn sich zu arrangieren weiß! Mit eures Tageswang ist meine Belohnung gewiss. Aber danke für die eure 200 Taler. Da kann ich heute gleich doppelt abkassieren. Na, alles schön. Ich bin gleich wieder da, wenn ihr euch nicht allein, wie ihr euch gewiss denken könnt. Eingeschweif! Komm, Schatz, du hast uns wirklich den richtigen ausgeliefert. Schieben den Streit auf heitere Stunden. Heitere Stunden, ja. Wir müssen schleunig diese Mausfallen drin. Ein Knallfrosch. Bin ich doch selbst schon. Bei dem Dreck und Schmutz, mein Problem, kann eine Schupfsklange zu sein. Seht was! Wer kann Luft! Aha! Infiziert! Lampe! Alt! Mach Staub bitte gerade zu, bevor du die einsteckst, bist du wenigstens mal einmal drüber, Schatz. Das wollte ich jetzt so gar nicht. Verdammt, ich glaub, da hat man. Was? Oder was? Naja, machen wir es eben nochmal. Wir haben ja Zeit. Ja. Ja. Mhm. Nein, was du nicht sagst, ist ja interessant. Ja, ach. War es ganz allein? Echt jetzt? Boah. Was hast du dann gemacht? Ach so, ja. Okay, ja. Das wüsste ich überhaupt, wenn ich nicht zahle. Na gut. Zahl ja schon. Verbaut überhaupt einen Brunnen auf ein Loch? Hm.
Warum baut man einen Brunnen? Warum baut man ein Loch unter einem Brunnen? Unwichtig. Ich weiß gerade selbst nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Vermutlich gar nichts. So, wir nehmen erstmal den Knallfrosch mit. Wir sind dann von meiner klugsten Physiker gefüllt. Zwischen den engen Schrankwänden sammeln sich Staub, Dreck und Unrat. Ah! Sehzettel! Merkzettel. Das erste ist das Vierfache des letzten. Oh Gott. Das dritte ist die Hälfte des ersten und nimmst vom ersten das letzte, das erste ist das zweite. Wir sind dann von mir. Oh, sehen Sie mal, ein Zahlenschloss. Das machen wir nachher ja dann erst. Nein, was mache ich das erst? Ich gehe mal wieder ganz nach oben, damit ich nicht immer denselben überspeichere. Ich glaube, bin ich rausgekommen, wenn ich da die. Dann reibe. Hm. Haben sie jetzt wieder angestellt. Haben wir einen Fehler ausgeführt? Der Wunsch ist Befehl, Meister. Verblut. Rühren! Ihr Wunsch, Meister. Was willst du? Schön, was du mein Gerede gewünscht? Was was du sagst. Lieber Himmel, Schatz, weißt du, was du denn hältst? Meine Treuen, weiß und wohlbelügt eingesetzt, können diese Lampe unsere Waffen zum Sieg sein. Haben Sie noch einen weiteren Wunsch, Meister? Welcher Wunsch? Wohl, Leutnant. Welcher? Auf jeden Lampengeist, der wird natürlich Frieden auf Erden. Ui, mit Käse hat das jetzt aber leider gar nichts zu tun, nicht? Käse! Muss er erst gefüttert werden, oder was? Wie unangenehm. Früher oder später fällt es wohl allen Meistern auf. In letzter Zeit leider immer früher. Von Gottes Namen reden Sie da eigentlich, Herr Lampengeist. Gute Nachricht lautet, ich kann in jeder Form und Art welchen Käse auch immer auf der Stelle herbeihexen. Und gut, ja, ich ahne die schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht, das kann ich halt eigentlich nichts. Naja, nichts klingt dann doch zu hart. Ich kann einkaufen gehen. Schuhe putzen, dann gleich nicht sehr ordentlich und wenn ich gerade herausgefunden habe, kann ich mich sogar rühren. Hey Lampe! Thomas Wall! Hau ab! Ach, zu dumm. Ich hätte schon gehofft. Nun hätten wir es einmal richtig schön einfach. Schade. Wo ist das Verdammte? Komm mir nicht hoch! Okay, nochmal den Zettel lesen. Also, das erste ist das Vierfache des letzten. Ich hasse Zahlenrätsel. Ich schreibe mir mal kurz auf, damit ich es nicht gleich wieder vergesse. Moment. Also. So, nachher kann ich mal vom ersten das letzte, das ist das zweite. Okay, Moment. Das erste ist das Vierfache des letzten. Das ist die Hälfte des ersten. So, am ersten das letzte. Hä? Ne, Moment. Nimmst du vom ersten das letzte? Oh Gott, ich hasse Zahlenrätsel. Da war ich immer total super drin auch schon, ne? Das erste ist das Vierfache. Das ist die Hälfte des ersten. Und vom ersten das letzte. Das ist das zweite. 12, 6. 12, Moment. Die Hälfte. Das ist die Hälfte des ersten. 12, 6. 3, 12, 6, 3. Könnte sein. Das wäre eine Möglichkeit. Nein. Wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch verstanden. Erstes das Vierfache des letzten. Ist die Hälfte des ersten. 16, 8, 4. Wenn ich es jetzt nicht irgendwie falsch verstehe. Ich glaube, ich habe das schon wieder irgendwie falsch verstanden, das letzte. Wer denn noch so drin? Moment. Ja. Okay, ich habe wieder keine Ahnung. Kennen wir noch gar nicht, ne? Was ist das für? Denn ist die Hälfte des ersten.
Stunden, bevor ich noch 2 Stunden rumrätsel.